In diesem Video geht es um Wahrscheinlichkeiten und zwar um das Thema Baumdiagramm. Ja, ich möchte einfach mal ein konkretes Beispiel zunächst mal aufzeigen, bevor wir das Thema allgemein machen. Und zwar haben wir eine Wahlurne, in der befinden sich drei verschiedene Lose. Und zwar haben, oder drei verschiedene Bälle, machen wir es mal so. Wir haben einen roten Ball, wir haben einen grünen Ball, und wir haben einen blauen Ball. So, und jetzt wird blind ein Ball gezogen. Jetzt ist die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel der rote Ball gezogen wird oder der blaue Ball oder der grüne Ball. Wenn wir jetzt nur einmal ziehen, ist eigentlich ganz logisch, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben ein Drittel, weil es ja drei verschiedene Möglichkeiten gibt. Also die Wahrscheinlichkeit von dem roten Ball, also P von steht hier für Wahrscheinlichkeit von, P von Rot, also Wahrscheinlichkeit von Rot wäre ein Drittel, P von Blau ein Drittel und P von Grün ein Drittel. Denn alle haben hier die gleiche Wahrscheinlichkeit, sind ja von jeder Farbe gleich viele Bälle, nämlich genau einer da drin. Und wenn ich alle Wahrscheinlichkeiten zusammenzähle, dann muss ich auf 1 kommen, also 100%, denn irgendjemand wird ja auf jeden Fall gezogen. So, ist jetzt nicht weiter schwer, wenn wir nur einmal ziehen. Jetzt ist die Frage, wenn ich zweimal ziehe, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich zum Beispiel zwei Rote nacheinander ziehe oder dass mindestens ein Roter dabei ist oder ein Roter und ein Blauer? Was passiert, wenn ich dreimal ziehe? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Grüner dabei ist? Und genau das macht man dann mit dem sogenannten Baumdiagramm. Und das möchte ich jetzt gerade mal zeigen. Und zwar nehmen wir mal an, wir ziehen jetzt dreimal. Und wir legen die Kugeln, also die Bälle, jedes Mal danach wieder zurück in die Wahlurne. So, dann habe ich jetzt hier, also das ist mein erster Zug. Da kann ich eben entweder rot ziehen. Oder ich ziehe grün oder ich ziehe blau. So. Und die Wahrscheinlichkeit, die wäre eben jedes Mal ein Drittel. Danach legen wir alle Bälle wieder zurück und ziehen ein zweites Mal. Und dann kann ich jetzt eben habe ich hier eben wieder jeweils drei Möglichkeiten. Und zwar kann ich wieder rot ziehen nach jedem Zug. Ich kann grün ziehen. Oder ich kann blau ziehen. Also hier haben wir unseren zweiten Zug und die Wahrscheinlichkeit ist eben wieder jeweils ein Drittel. Und genauso steht hier dann eben auch immer ein Drittel und ein Drittel. Ein Drittel und ein Drittel. So, machen wir jetzt mal erstmal nur zwei Züge, damit ich nachher noch was anderes zeigen kann. Und jetzt frage ich euch, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel ein grüner und danach ein blauer gezogen wird. Also wir wollen zuerst einen grünen und danach einen blauen. Die Reihenfolge soll jetzt hier auch mit berücksichtigt werden. Jetzt können wir schauen, wie viele Wege auf meinem Diagramm gibt es, die das erfüllen. Und da finde ich eben nur den einen Weg, nämlich dass ich hier den grünen und dann hier den blauen ziehe. Das heißt, dieser Weg hier ist der Weg, um den es jetzt geht. Und wie bestimme ich jetzt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist? Und zwar funktioniert das ganz einfach. Ich laufe einfach den Weg ab. Ich habe ja immer hier an den Rand meine Wahrscheinlichkeit geschrieben. Und die muss ich einfach miteinander multiplizieren. Also habe ich da stehen ein Drittel, das habe ich hier. Und dann nochmal ein Drittel mal ein Drittel. Wenn ich das multipliziere, erhalte ich ein Neuntel. Und wenn wir das nachprüfen wollen, dass das stimmt, wir haben hier 9 verschiedene Ergebnisse letztendlich. Es ist eins davon, alle haben die gleiche Wahrscheinlichkeit, also passt ein Neuntel. Aber einfach schauen bei dem Ergebnis, das ihr jetzt habt,
welchen Weg gibt es und dann auf dem Weg die einzelnen Wahrscheinlichkeiten multiplizieren. So, jetzt machen wir P von mindestens einmal Rho. Jetzt gibt es nämlich schon mehrere Wege. Welche Wege erfüllen das jetzt? Wir machen jetzt mal so rote Kreuze drunter. Also hier. Wenn wir im ersten Zug die Rot oder nochmal die Rot haben, haben wir zweimal Rot, also mindestens einmal Rot. Hier Rot-Grün haben wir auch einmal Rot. Rot-Blau auch. Grün-Rot auch. Grün-Grün nicht, Grün-Blau nicht. Blau-Rot haben wir auch mindestens einmal Rot. Blau-Grün nicht und Blau-Blau nicht. Das heißt, wir haben jetzt die Werte. Dann müssen wir, wenn wir da mehrere Möglichkeiten haben, einfach jeweils die einzelnen Wahrscheinlichkeiten zusammenzählen. Und die erhalten wir eben wieder durch Multiplizieren. Die Wahrscheinlichkeit hier vorne wäre eben 1 Drittel mal 1 Drittel für diesen Weg. Dann hier plus 1 Drittel mal 1 Drittel für den Weg Rot-Grün. Plus 1 Drittel mal 1 Drittel für den Weg Rot-Blau. Plus 1 Drittel mal 1 Drittel für den Weg Grün-Rot. Plus, haben wir noch hier einen Weg 1 Drittel mal 1 Drittel. Für den Weg blau-rot. Wenn wir das zusammenzählen, sind das 1, 2, 3, 4, 5, 5 Neuntel. Jetzt kann man das Ganze natürlich noch ein bisschen interessanter machen, wenn wir jetzt sagen, wir legen die Kugel nicht zurück. Und es gibt auch noch verschieden viele in unserer Wahlurne. Und zwar wählen wir jetzt mal eine Wahlurne hier. Da haben wir 30 rote Kugeln drin. Zwölf blaue Kugeln, und zwei grüne Kugeln. So, und jetzt wollen wir zweimal ziehen. Wie sieht dann unser Baumdiagramm aus? Also wir können erstmal wieder, wir können eben wieder bei unserem ersten Zug drei verschiedene ziehen. Also wir können rot ziehen, blau ziehen und grün ziehen. Haben wir hier rot, grün und blau. So. Und jetzt müsst ihr aber aufpassen bei den Wahrscheinlichkeiten. Jetzt ist es nämlich nicht mehr überall ein Drittel, weil wenn ich hier 30 rote habe und nur zwei grüne, ist ja die Wahrscheinlichkeit, so ein rotes zu ziehen, viel, viel größer als ein grünes zu ziehen. Wenn wir das rausfinden wollen, zählen wir jetzt mal alle Möglichkeiten zusammen. Also wir haben 30 plus 12 plus 2, das sind 30 plus 14, das gibt 44. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, ein rotes zu ziehen, wäre dann 30 44stel. Die Wahrscheinlichkeit für ein grünes, das sind 2 44stel. 2 44stel können wir kürzen, das sind 1 22stel. Hier können wir übrigens auch kürzen, dann haben wir da 15 22stel. So, und bei den blauen, da haben wir 12 44stel, sind gekürzt 6 22stel, sind sogar nochmal gekürzt, dann haben wir 3 Elftel als Wahrscheinlichkeit. So, und danach, da können wir ja wieder jeweils drei verschiedene ziehen. Bei unserem zweiten Zug. Und wir können eben wieder rot, blau und grün ziehen. Also rot, dann haben wir grünen. Und die blauen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben hier jetzt schon ein rotes gezogen und wir legen sie nicht mehr zurück, haben wir bei der Aufgabe gesagt. Das heißt, wir haben nur noch 29 rote da drin. Also insgesamt haben wir schon beim zweiten Zug nur noch 43 Kugeln, weil wir ja schon eine gezogen haben. Und davor waren es ja 44. So, jetzt haben wir also 29 von den roten, das heißt, hier ist die Wahrscheinlichkeit noch 29 43stel. Grün haben wir immer noch 2, also haben wir hier 2 43stel. Und von den blauen haben wir auch immer noch 12, also 12 43stel. So, wenn wir jetzt hier bei den roten schauen, da haben wir bisher nur eine grüne gezogen, also sind es noch 30 43stel. Grün haben wir schon eine gezogen, ist also nur noch eine übrig, das heißt, da haben wir jetzt 1 43stel.
Und blau sind immer noch die ganzen 12 übrig, also 12 43. In dem Fall haben wir schon eine blaue gezogen. Das heißt, wir haben nur noch 11 blaue, aber immer noch 30 rote und 2 grüne. Also 30 43, 2 43 und 11 43, weil eine blaue ist ja schon weg. So, und jetzt wird es interessant, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich zweimal die gleiche Farbe ziehe. Da bestimme ich jetzt erstmal einzeln die Wahrscheinlichkeiten. Also P von zweimal rot. Ja, oder wir können es auch direkt machen. Also machen wir zweimal gleiche Farbe. Hier müssen wir doch schauen, welche Wege können wir gehen. Wir können eine rote und danach noch eine rote ziehen, also den Weg. Wir können eine grüne und danach noch eine grüne ziehen, der Weg. Oder eine blaue und danach noch eine blaue, der Weg. So, jetzt müssen wir die einfach wieder multiplizieren und dann zusammenzählen. Das heißt, da steht dann 15 22 mal, hier haben wir 29 43 plus 1 22 mal 1 43 plus hier haben wir 3 Elftel mal 11 43. Und das dann ausrechnen, das kann dann eigentlich jeder selber machen. Könnt ihr dann in den Taschenrechner eingeben oder eben auch im Kopf ausrechnen. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wie der Rechenweg hier funktioniert. Also beim Baumdiagramm einfach immer aufzeichnen, was habt ihr für Wege. Schreibt euch die Wahrscheinlichkeiten an den Rand. Wenn ihr wissen wollt, was ein bestimmter Weg für eine Wahrscheinlichkeit hat, Weg ablaufen, Wahrscheinlichkeit miteinander multiplizieren. Und dann, wenn ihr mehrere Wege gehen könnt, eben die dann zusammen addieren.